Meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu Hearts of Iron 4. In der beschissensten Lage, in der man sich befinden könnte, aus Sicht dieser Soldaten hier, aber auch aus Sicht von mir. Und was zu meinem persönlichen Unbefriedigen beitragen könnte, wenn Frankreich in den Krieg gegen Belgien gerufen wird. Weil dann, sage ich da nichts mehr zu, dann habe ich nämlich keinen Bock mehr. Dann müssten wir diese Truppen von unserer Küste abziehen und um die belgische Front zu stabilisieren, habe ich ja eigentlich gar keinen Bock drauf. Aber wäre dann da rein theoretisch der letzte Ausweg. Wir gucken mal. Ich bin bester Dinge. Und übrigens, scheiß auf diese Agenten, Alter. Ach nee, scheiß nicht drauf, kommen wir rennen. Ich hasse da wirklich, Ich hasse es. In Britannien befreien wir die. Mal die in Frankreich auch noch gleich mit befreien. Hey, warte mal ganz kurz, wieso Britannien? Ah, okay, einer ist in Britannien und zwei in Frankreich. Erklärt einiges. Und das war's. Das ist. Ich fick dieses Stark! Ich hab's gewusst. So gewusst, dass das passieren wird. Das war so vorhersehbar. Gut, mit dem brauchen wir nicht handeln. Das Zeug kommt eh nicht an. Tibet! Mit Tibet wollte ich schon immer mal handeln. Ich war schon immer eine sehr geistliche Krabbe. So. Können wir quasi nur hoffen, dass wir schnellstmöglich irgendwie Truppen aufbringen, die wir hier oben dahin stellen können. Ich hasse mein Leben. Hier kommen wir auch nicht weiter. Das ist natürlich auch nicht so viel besser. Da gucken, dass wir die wenigstens kurz umbringen vielleicht. Ah ne, warte mal, das ist ja meins, lol. Okay. Ja, wir haben einfach an allen Ecken und Kanten zu wenig Einheiten. Die brauchen natürlich jetzt noch ewig, bis sie ankommen. Natürlich auch logisch. Der Weg ist weit und steinig und schwer. Ah, schau mal an. Habt ihr aber ganz toll gemacht hier. Und wenn mal eine Provinz zurückerobert. Und es scheint auch generell so, als ob die hier zu wenig Division haben. Die können meinetwegen gerne beitreten. Keine Ahnung, was mir das bringen soll. Oder auch nicht. So, Stara Zagora ist erobert. Ja, sieht jetzt aber doch ganz gut aus hier. Ich glaube, dass wir die jetzt hier dann doch mal alle beseitigen können. Ich habe so gewusst. Ah, es ist aber noch Rumänien nur. Okay. Alles gut, es ist nur nicht unsere Heimat, die gerade angegriffen wird. Ah, doch, jetzt hat. Ich meine, die haben jetzt alle ermordet. So, und die haben gerade keinen Job. Das ist eigentlich total sinnbefreit, was wir jetzt hier gerade machen. Das ist wirklich, ich komme mir gerade vor wie, ja, Boris Becker ist hier wieder am Start. Ich komme mir gerade vor wie so ein, ja, ich weiß nicht, irgendwie komme ich mir falsch vor. Lass mal euch, jetzt chillt mal hier mit. Ich weiß, ja, das Problem ist halt, wir müssen eigentlich überall irgendwie verteidigen. Gerade schicke ich die jetzt trotzdem mit hoch. Sicherheitshalber, bevor das hier eskaliert. Ja, wir schicken sie mal trotzdem mit hoch. Unausgerüstete Männer und Frauen und Kinder in den Tod zu schicken, ist etwas, das mir natürlich überhaupt nicht liegt eigentlich. Aber was wollen wir machen? The Belgian United Commune. Zuerst dürft ihr gerne beitreten. Ist ja eh schon am Marsch das Ganze. Auf nach Gent. Das sollte auf alle Fälle funktionieren, weil wir da doch unsere Jungs jetzt gerade gut stehen haben. Schaut es mit Frankreich jetzt eigentlich gerade aus? Kollab ist bei 75. Mit Tendenzen auf Maximum. Okay, immerhin stoßen wir hier durch. Die ist auch kaum Einheiten hier. Maginot-Linie tut wieder mal ihr Übriges. Around Maginot-Linie, sorry. Das ist ja eigentlich eine eigene Linie, die Around Maginot-Linie. Einmal um Maginot herum. Nehmen wir Artillerie-Experten mal mit rein. So, ihr habt einen einzigen Job. Einmal kurz da die Invasion abwehren. Okay.
die United States haben den Krieg erklärt. The Reorganized Free Liberian State ist im Krieg mit Italien. Auch wie auch immer die jetzt dahin kommen, den Italienern auf einmal den Krieg zu erklären, aber gut. So, das waren die Jungs, die eigentlich hier unten gekämpft hatten. Die schicken wir jetzt auch mal dorthin, dass sie da schön Händchen halten mit denen. Ja, die Angriffe hier kann ich mir eigentlich sparen. Stoppt mal. Relativ ausweglose Situation. So, dann euren Befehl löse ich auf. Ihr geht mir dorthin und pusht Richtung byzantinisches Kerngebiet. Die sind eingekesselt, das ist toll. Können wir gerne... Ah, kann ich mit angreifen. Ja, aufhören mit dem Scheiß jetzt hier. Ich meine, die sind eingekesselt, die dürften relativ wenig Orga haben. So, 650 zu 2,12, es ist nicht ideal. So fair muss man da jetzt schon auch sein. Okay, wie sind wir denn jetzt da rübergekommen? Lol. Okay. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Problem an der ganzen Geschichte ist jetzt nur, wir müssen halt aufpassen. Dass wir jetzt hier nicht irgendwie gleich zerlegt werden. Das kann nämlich auch passieren. Warum komme ich jetzt da nicht hin? Ja, das ist genau das, was ich mir dachte. So. Zum Glück haben wir hier noch einen Hafen. Danke übrigens auch für die ganze Ausrüstung, die ihr netterweise zur Verfügung stellt. Weiß ich sehr zu schätzen. So, das ist feindlich. Ja. Dann geht ihr mal dort unten mit hin. Und dann müssen wir uns noch um diese Invasion da unten mitkümmern. Das ist hier ein Kauderwelsch. Ich kann nicht mehr, Leute. Immerhin meine Offensive auf... Warte mal. Einen kleinen Augenblick. Wenn es uns irgendwie möglich wäre, Paris zu erobern, dann wäre Frankreich mit einem Schlag tot. Und das würde mit einem Schlag alle unsere Probleme lösen. Ja, ja. Die sind weg, die Franzosen mit den 100 Divisionen. Brauchen dafür nur Paris. Paris-Angriff läuft. Von drei Seiten. Und damit fällt Paris und damit fällt jetzt in 5 Stunden, 6 Stunden, 8 Stunden Frankreich. So geil. Ach lol, Italien ist ja neutral. Ha? Stimmt, 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 stimmt. Okay, das war jetzt... Das war jetzt so nicht ganz erwartet. Aber ich beschwere mich nicht. Ich wäre ein Idiot, würde ich mich jetzt hier beschweren. So, ihr kümmert euch dann darum nochmal. Und danach geht es, wie gesagt, ich finde das mit diesen... Ei, fickt euch. Sorry, dass ich das so direkt sage. Ich finde das mit diesen Linien sehr... Naja. Ich meine, gut, das ist vielleicht irgendwo richtig so, weil es vielleicht auch so ist, dass man da nicht durchkommt, dies, das, Ananas, aber es ist halt maximal störend. Man, schicken die mir alle Ausrüstung. Es fehlt nur noch Infanterie-Equipment. Und Support-Equipment. Den Rest geht eigentlich langsam wieder. Aber es fehlt auch nach wie vor noch an Ressourcen. Wie Wolfram zum Beispiel. Und ich habe keine Ahnung, wo wir das herbekommen sollen. Wer ist wieder den Krieg beigetreten? Wieder Naval Invasions. Ach, ich kann zu kotzen. Es ist ein Trauerspiel. Natürlich haben sie jetzt die Schweizer diese Situation hier genutzt und versuchen jetzt natürlich dann auch ihre Gebiete zu vergrößern. Da gibt es eine Naval Invasion. Oder ist es einfach noch eine andere Front gewesen, die ich übersehen hatte? The Northern Kingdom. Oh. Schade, dass wir nicht faschistisch sind. Da hätten wir jetzt nämlich einen neuen Verbündeten gehabt an der Stelle. Okay, das haben wir auch aufgeräumt. Spanien ist ja auch neutral. Einmal auf nach Bordeaux. Ja, das ist Lochfixen, wie ich es jetzt einfach mal nenne. Versuchen irgendwie die Löcher zu schließen, die sich hier überall auftun die ganze Zeit. Die Offensive hier läuft auch noch. Hey, die Offensive gestartet? Ne, habe ich vergessen. Schau. Meine 20 Mann hier unten bleiben auch tapfer am Kämpfen und am Standhalten.
Strength Damage taken. Müssen wir hier bitte weiter verteidigen. Zumindest so lange, bis hier die Verstärkung jetzt eintrifft. Und wir haben wieder etwas Air Superiority, während natürlich wieder die halbe Welt in den Krieg gerufen wird von den Briten. Transport Range. Netter Shit, den sie übergibt. Kann schon mal sagen. So. 700.000 zu 2,34 Millionen. Würde eigentlich denken, die Verluste steigen mal, aber irgendwie nicht so wirklich. So, da, ich habe immer noch kein Chief of Army. Ah, Division Attrition minus 8%. Ihr geht mal kurz zum Hafen. Ah, jetzt haben sie sogar hier die Front connected für mich. Das ist aber sehr freundlich. Da muss ich hier eh hin. Schaut jetzt hier aus. Naval Invasions sind jetzt erstmal keine zu sehen. Ansonsten habe ich ja die Jungs da, die da gemütlich chillen gerade. Schaut hier mit einem Angriff mal auf die Schweiz aus. Vielleicht kriegen wir die Schweizer weg. Und das Chamber of Commerce and Industry ist fertig. Was hat das überhaupt gemacht? Ah. Viele, viele Boni für Produktion. Na gut, jetzt Attack on Private Capital. Angriff auf privates Kapital. Das ist aber schlecht. Wir würden quasi fast alle Consumer Good Factories verlieren. Ich weiß nicht, ob ich das machen will. We won the Civil War, we recovered from it. Now it's time for socialist reform to improve the lives of peoples of Germany. Weiß auch nicht, ob das das wert ist, 10% mehr Fabriken für Konsumgüter zu benötigen. Das ist eine schwierige Sache. Was ist das hier eigentlich? Wie kann es sein, dass die hier in meinem Arsch Ländereien haben? Glaubt die Spinnen? So, die sind tot. Dann geht ihr nochmal dort mit hin. Machen wir da die Überreste noch weg. Und dann bin ich wieder ein bisschen glücklich. Erstmal. Hier haben wir auch erfolgreich standgehalten. Hier greifen wir sogar an. Würde ich sagen, greift ihr mal mit an. Die Schweiz wurde als Feind gerufen. Fun Fact, die Schweiz ist schon lange mit mir im Krieg. Ja, Fuel Refining brauchen wir auch ein bisschen, trotz allem nach wie vor. Ich finde es aber schön, dass die Schweiz jetzt auch offiziell im Krieg mit ist. Oh, Niederlande hat sich den Briten unterworfen. Wahrscheinlich mit diesem Handelsgeschmarre, der da seit Jahren zwischen den Briten, den Niederländern und mir läuft. Das Problem ist, ich habe da schon lange nichts mehr machen können. Deswegen ist es relativ kalt gelassen. So, und dann starten wir hier mal die Offensive. Nee. Alle Nutzen, die wir haben, alle Männer. Okay, hier tun wir uns ein bisschen schwerer gegen türkische und britische Truppen. Eine einzelne US-Division eingekesselt hier unten. Athen wieder zurückerobern und unseren Besitz bringen mal. Die Inseln erobern. Okay. Einmal kreuz und quer laufen. Das kann ich gut. Sehr gut, hier sind wir schon rausgebrochen. Da beginnt die Türkei offensiv. Das Problem ist, hier ist halt alles feindlich, aber immerhin auch noch alles im Bürgerkrieg mit versteckt. Die Schweiz hat kapituliert und das war es dann, glaube ich, endgültig mit dem europäischen Widerstand. Steht hier. Frankreich, Britannien, Portugal, USA. Und wir haben bessere Artillerie. Nicht zu vergessen. Jetzt haben wir hier Violent Attack, Breakthrough, Soft und Hard Attack. Viele, viele hübsche Boni. Die wir alle nur zu gerne annehmen und unsere Artillerie auch auf 1940er Stand mal bringen. Generell vielleicht noch ein paar Infanterie mehr rein langfristig, wenn wir mal genug Ausrüstung haben. Außer Support Equipment geht sogar aktuell. Wir haben echt uns wieder gut gefangen jetzt, aber wir haben jetzt auch eine deutlich stärkere Wirtschaft. Mit in der Zwischenzeit 84 Militärfabriken, Tendenz weiter steigend. Die ganzen Boni und Buffs, die wir hier bekommen haben,
produktionstechnisch und bautechnisch sind schon eine nette Sache. Wer ist jetzt gerade den Krieg beigetreten? Keine Antwort ist auch eine Antwort. Ihr macht mal kurz das Zeug, ja genau. Ah, alle befreit wurden. Sehr schön. Okay, ja, dann würde ich sagen, als nächstes überschwemmen wir mal die Sowjetunion. Denn die werden natürlich auch ein langfristiges Ziel sein. Könnte natürlich nicht zulassen, dass die Sowjets hier einfach gemütlich jetzt im Fernen Osten unsere Ideen teilen, aber uns nicht beitreten wollen. Dürfen nicht vergessen, ich habe den Sowjets angeboten, meinem Bündnis beizutreten. Doch die haben bösartig und hinterlistig abgelehnt. Schauen wir ganz kurz. Da, Netzwerkstärke schön eingerichtet sofort. Natürlich eine Weile dauern, denke ich mal. Ja. Okay, gut, Angriff auf Türkei läuft. Und das hier das Problem. Okay, das ist gut. Sind gerade rechtzeitig gekommen. Ich weiß nicht, gibt es jetzt noch Rückzugsmöglichkeiten? Scheinbar schon. Müssen die komplett auslöschen, bevor die auch nur den Hauch einer Chance haben zu überleben. So, hier machen wir die Überreste auch noch weg. Und da gab es eine Naval Invasion irgendwie in dieser wunderschönen Region namens Kreta. Bhutan hat Frankreich in den Krieg gerufen. Ist ihr gutes Recht? Aber soweit ich das sehe, gibt es gar kein Frankreich mehr, deswegen... Naja. Lassen wir mal so stehen. Hier hole ich bitte jetzt ganz kurz mal die Gebiete. Das auch mit. Ah, und wir können sogar... wir können sogar da jetzt angreifen. Das ist jetzt natürlich sehr ärgerlich. Falsche Provinz. Das haben sie nicht kommen sehen. Mann, ihr dummen Holzköpfe, Alter. Ihr könnt von Österreich... Eigentlich können wir Österreich mit in den Krieg rufen. In der Zwischenzeit. Jetzt sind wir relativ safe. Weil das Ding wäre gewesen, hätten sie Jugoslawien erobert, hätten sie dann über Jugoslawien in Österreich in mein Gebiet einfallen können. Aber diese Option haben wir... minimiert. Durch die Stabilisierung der kompletten Region hier. Türkische Inseln leben hier leider alle noch. Erst einmal dorthin. Also während die türkischen Truppen am Festland allerdings relativ in die Röhre schauen gerade. Die pushen mal ein schönes Stück zurück. Ich meine, wir haben 180 Soft Attack. 425 Defense mit den besten Einheiten, haben so 196 noch. Auf Dauer ist es nicht genug, die Verteidigung. Da kommt man auf Dauer einfach durch. So, ihr kümmert euch um das hier. Ihr geht kurz dort mit hin. Portugal wurde gerufen. Ja, Spanien müssen wir auch noch angreifen, leider. Bei Italien weiß ich noch nicht. Das Problem mit den Italienern ist halt, die sind irgendwie im Krieg mit... den Belgiern. Keiner weiß warum. Wird auch persönlich ein bisschen stört natürlich. Belgien ist natürlich mein Untertan. So, mit denen kann ich mir jetzt sparen. Die gibt es gar nicht mehr. Ist ja wieder gefangen genommen worden. In United Kingdom. Okay, dann scheiß drauf. Geh dich aufhängen. Ach, geht nicht bis zum Knast, ne? Gut, dann mach einfach irgendwas anderes. Trink einen Chai oder so. Chill eine Runde, bis du dann aufgehängt wirst. Nächster Agent gecaptured. Dieses Mal müsste es allerdings vor den Russen sein. Ja. By the Soviet Union. Aber wir haben nicht genug Netzwerkstärke aktuell. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Alles erst bei 10%. Dauert halt relativ lange. Und wie ich es mir schon dachte, die Türkei macht jetzt hier natürlich Faxen. Die wird jetzt Agent killed. Oh, was? Okay.
Geht jetzt aber alles sehr fix. Die Sowjets machen da scheinbar keine Faxen. Die töten einfach, wenn ihnen irgendwas nicht passt. So. Die letzte verbleibende US-Division. Ihr wollt mir doch nicht erzählen, dass ihr es hier nicht schafft, diese eine australische Division mal zu entfernen, oder? Ja, das ist leider, die Sowjets haben echt richtig krassen Shit drauf. Die nehmen alle meine Leute gefangen. Alles klar. Ich hasse die Sowjets. Könnte natürlich jetzt sowjetische Agenten rekrutieren. Ja, die musst du auch erstmal bekommen. So, Österreich. Call to Arms. Hey, die sind mir beigetreten. Was eine Überraschung. Und damit werden wir jetzt die Austrian Federation erobern und die Gebiete rein theoretisch dann irgendwann mal den Österreichern selber geben. Das sind ja österreichische Core-Gebiete. Wenn ihr mich fragt. Na? Danke. Auch für die extra Ausrüstung. So, ich werde jetzt wahrscheinlich auch meine Freunde verteidigen müssen. Und zwar die Belgier. Kann natürlich nicht zulassen. Ungarn habe ich eh schon annektiert. Kann natürlich nicht zulassen, dass die Belgier jetzt hier im Krieg sind mit Italien. Und ich schaue nur zu. Das ist ja skandalöses Verhalten eigentlich. Leute, wir haben ein Problem. Da landen gleich ein paar böse US-Soldaten in meinem Arsch. Und ich kann leider nichts dagegen machen, weil ich gerade keine Truppen mehr habe. Wir müssten gucken, dass wir den Hafen nehmen, den sie haben. Nämlich Great Britain. Ja. Das ist natürlich eine größere Naval Invasion. Das war auch wieder zu erwarten. So, ihr seid auch fertig mit eurem Ding da erstmal. Lass mal kurz unsere Scheiße da retten gehen. Gut, die verteidigen sich hier hervorragend nach wie vor. Die Inseln haben wir auch erobert, ich habe es gleich mitbekommen. Ich brauche mal Infanterie-Experte. Nächster Agent gekämpft. Ach, fickt euch. Schaut, deswegen habe ich keinen Bock auf diese Agenten-Kacke. Schau, alle Agenten gefangen genommen worden. Alle. Jeder einzelne Agent ist im Knast. Warum soll ich denn überhaupt Agenten nutzen, wenn sie alle 5 Sekunden gefangen genommen werden, ne? Äthiopien hat der Jemischen Republik den Krieg erklärt. Stand jetzt hier erstmal in der Gegenoffensive. Du kannst noch, ah? Aha. Chief of Army, pass auf. Ich meine, Entrenchment Expert. Angetreten. Der hat gar nichts gelernt bis jetzt. Ich glaube, nur ein Feldmarschall kann. Ihre Befehle. Ja, soll ich mir einfach mal den Perk reinballern? Dass sie sich schneller eingraben können? Ich weiß es nicht. Wir kümmern uns jetzt jedenfalls um diese Localized Training Centers, die da. Frankreich wurde gerufen. Migration Challenge. Ja, Belgien. Gibt es auch hier die nächste Naval Invasion in Jugoslavia? Warum immer die hier schon wieder nicht schnell laufen? Türkei hat kapituliert. Oh, das ist interessant. Die Türkei hat nämlich scheinbar keine Freunde. Ah, die zum Puppet. Mach alles zum Puppet. So, und dann einmal. Moment. Okay. Dann schicken wir euch mal hier so hin. Übernimmt ihr bitte diese gesamte große Riesenfront.
Die sind in 20 Jahren hoffentlich mal im Norden oben. Wobei wir eh schon fertig sind hier oben. Das heißt, eigentlich könnt ihr auch hier unten bleiben. Und erstmal die Gebiete wieder zurückerobern. Was mache ich mit euch? Vielleicht euer Befehl, ich habe keine Ahnung. Chillt einfach mal hier so und wartet auf euren Einsatz. Ah, wobei. Bessere Idee. Schicken wir euch mal nach Italien. Okay. Ah. Das fand ich jetzt nicht so nett. So, genau. Ihr übernimmt die Kontrolle. Kommen sogar noch ein paar Gebiete extra geschenkt. Nämlich diese hier. 9, 10 Divisions. Meine Hauptstadt fällt zum 20. Mal übrigens in der Zwischenzeit. Die ist schon so oft gefallen. Die weiß schon gar nicht mehr, wie das ist eigentlich, wenn man mal nicht fallen würde. So, die Jungs schickt mal dort mit hin. Was bewacht er? Hm. Stimmt, die habe ich ja da zum Bewachen geschickt. Dann schicken wir euch auch mal an die italienische Front. Und justifieren hier ganz kurz. Wird nicht lange dauern. 25 Tage. Und dann sage ich an der Stelle erstmal raus für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao.